Heidi, herzlich willkommen. Willkommen im Jahre 2024. Ist dir Ja, das gar nicht bewusst schlecht. geworden, dass wir im neuen Jahr sind? Also irgendwie, Zeit ist ja so ein Ding im Moment. Also erstmal ja, herzlich willkommen an alle da draußen und für euch alle auch noch ein frohes Neues, ne? Das wünsche ich euch auf Aber jeden Fall. du merkst ja jetzt schon, ne? Wir kriegen es ja jetzt schon irgendwie nicht hin mit der Zeit. Nein, ich habe das Gefühl im Moment, als wenn der Tag nur 12 Stunden ungefähr hat. Im Moment. Gegenüber 24. Ja, genau. Also wir haben 24 Stunden, aber das kommt, die Zeit vergeht im Moment sehr schnell. Manchmal hatte ich den Eindruck eigentlich in der letzten Zeit, dass es das so lang gezogen ist, so ja, phasenweise, aber im Moment fliegt die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und wow, wir sind schon in 2024 und 4 Jahre Corona ist auch schon fast. Ne? Heidi, wenn wir mal so ganz persönlich auf der Ebene da hineingehen, wie wir die Welt gerade ganz eben persönlich wahrnehmen, unter dem Motto, was geschieht da gerade mit uns, mit der Welt an sich? Wir sind ja Teil der Welt an sich, beziehungsweise worum geht es eigentlich wirklich gerade? Wollen wir so mal einsteigen? Wie geht es dir, wenn ich dich frage, wie siehst du es, was geschieht da gerade mit uns? Also ich glaube, ich fange mal auch so ein bisschen damit an, was ich ja auch beobachte. Also im Umkreis, die beiden ja, wir tauschen uns ja auch aus. Und ich hatte das ja auch dir geschrieben noch. Es ist irgendwie so eine, ich kann nicht mehr, Schrägstrich, ich habe mir reicht's Energie und zwar kollektiv schon seit Wochen. Das steigert sich immer mehr hoch. Zeigt sich jetzt ja auch durch die Bauernproteste ganz deutlich im Außen. Ja. Und um es kurz zu fassen, ich beobachte ja auch Schumann beispielsweise oder andere, was das Magnetfeld macht. Ich gucke mir an, was die Menschen so machen. Ich höre mir an, was im Umfeld so passiert. Und es ist ein Punkt erreicht, wo, ich sage mal, die Leute die Schnauze einfach voll haben oder auch einfach nicht mehr können und so gezwungen werden zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und gebeutelt mit vielen Sachen, die hochkommen, ja, da kannst du ja auch gleich nochmal näher drauf eingehen, warum das vielleicht so sein könnte. Aber es sind dann immer auffällig kollektive Themen, also weiß ich was, Kindheitssachen, die hochkommen. Dann erzählen mir an einem Tag 3 Leute unabhängig voneinander, ohne auch, dass sie von sich wissen oder davon wissen, ähnliche Geschichten. Oder mir fällt es bei mir selber auf. Schlafen hat sich ganz viel verändert. Also manche schlafen gar nicht und sind trotzdem fit wie ein Turnschuh, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, zumindest über eine gewisse Zeit. Ich habe kein Problem jetzt so mit Schlafen, aber meine Tiere mal wieder, das ist ja das Klassische. Und die holen mich dann immer wieder aus dem Schlaf. Und was auch ist, dass die Traumqualität, was ich viel höre, dass da wahnsinnig lebendige Träume sind, dass man das fast gar nicht mehr unterscheiden kann von Realität und Traum. Ja. Oder halt auch, das habe ich jetzt verstärkt, das Gefühl, dass ich gar nicht in diesen Tiefschlaf komme, sondern eigentlich immer irgendwie da bin, aber nicht hier. Weißt du? Also so, ja. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich habe jetzt relativ lange, also wenn es zu sehr abgeht, dann habe ich meistens Nervenschmerzen gehabt. Das hatte sich sehr gut akklimatisiert. Das hatte ich jetzt aber tatsächlich zum ersten Mal seit wirklich Wochen wieder am Wochenende, wo das ja auch wieder so abging. Ja, also körperliche Sachen, auch so ein bisschen mit dem Herz, so Herzrhythmus. Also ich habe so Herzrhythmus, habe ich sonst auch nie gehabt. Ja, aber ja, sowas halt. Also. Da kann ich auch mich einreihen. Schlafmuster hat sich verändert, was sehr vielen im Umfeld, aber wir wollen ja erstmal über uns ganz persönlich reden. Tatsächlich, was mir klarer geworden ist und was auffällt, ist, dass die Qualität auch zugenommen hat. Also die Schlafqualität im Sinne dessen, dass ich mich mehr noch daran erinnern kann als vorher. Das sind die Symbole, die da kommen, die sozusagen, also die Ausdeutung dessen und der Bedeutung eines Traumes steht im erkennbaren Zusammenhang, wenn ich morgens wach werde. Da werde ich auch vom Traum selber wach. Also noch nicht unbedingt die sogenannte klassische Klartraum-luzide Qualität, dass ich eben im Traum weiß, okay, ich träume und ich bin hier der Regisseur des Geschehens. Das ist nicht unbedingt der Fall, aber sie werden immer klarer, deutlicher. Biochemisch kann man das ja gut erklären. Also dadurch, dass das Erdmagnetfeld sich ja permanent abschwächt, haben die Schumann-Frequenzen noch einen ganz anderen Durchsatz.
uns tatsächlich zu erreichen. Denn wir haben ja nachts andere Frequenzen als am Tage. Nachts haben wir dominierende 4 Hertz-Frequenzen zum Beispiel. Professor Persinger hat das ja in einem seiner letzten Arbeiten auch noch schön veröffentlicht, diese Darstellung, dass wir in diese Theta-Phase auch kommen. Das ist ja ganz wichtig, die Tiefschlafphase. Und wo dann ja aber Dinge passieren, die wir eigentlich gar nicht richtig in Erinnerung haben. Wenn wir tief schlafen, denken wir ja meistens, wir träumen gar nicht. Aber da sind sehr wichtige Informationen drin. Ich gehe so weit, dass ich sage, die Informationen kommen zumindest teilweise. Vielleicht überwiegend bin ich noch nicht ganz sicher, aber aus der Quellebene. Ich nenne das jetzt mal so. Aus der Ebene, wie ich sage, der Höhe des höheren Selbstes und so weiter. All das dient dem Prinzip der kosmisch orchestrierten Ordnung, so nenne ich das ja nach wie vor. Ich finde also gefühlt jeden Monat neue quasi Beweise aus der Naturwissenschaft dafür, dass das, was ich vor Jahren mal behauptet habe, mich da eigentlich damals weit aus dem Fenster gelehnt habe. Kollegen haben mich also ganz schräg angeschaut und gesagt, wie bitte, was sagst du denn da? Aber Wechselwirkungen sind nun mal in der Biologie, du weißt es, bekannt. Ohne Wechselwirkung geht da gar nichts. Wir leben ja gar Ach. nicht mehr. Ja, eben. Ja, das Wort sagt es ja schon, Wechselwirkungen. Ja? Wir wechselwirken mit dem ganzen Umfeld permanent. So, nur in welcher Qualität? Also wieder zurück. Dadurch, dass das Erdmagnetfeld sich permanent abschwächt, haben die Schumann-Frequenzen noch einen stärkeren Durchsatz. Eingefärbt auch durch, ich sag mal, ja, ich gehe davon auch aus, und teilweise kann ich es auch herleiten, künstlich orchestrierte, also sozusagen auf der möglicherweise sogar Verhinderer-Energieebene, ja, dass wir eben da, dass es uns nicht so leicht gemacht wird, sage ich mal sehr Ja, vorsichtig. also das kann man auf jeden Fall sagen. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist auch dieses Hin- und Herschaukeln, ja. Und da vielleicht, wir sind ja gerade beim Thema und jetzt kommt natürlich, jetzt kommen meine Emotionen durch. Und bremst mich bitte, wenn ich da jetzt so ausführlich werde und das möchte ich gar nicht. Aber nehmen wir mal die Messergebnisse von Tomsk. Ja, die werden ja auch von Stefan Burns, unserem so geliebten Geophysiker, der sich biophysikalisch sehr gut präsentiert im Moment, geht tief in die aktuelleren Forschungen hinein, erklärt es sehr allgemein verständlich. Gut, also auch da ist eine Geschichte signifikant, dass er sich überwiegend auf die TOMS-Messergebnisse der Schumann-Frequenzen bezieht, Messstationen eben in TOMS. Und wenn wir diese Grafiken der letzten Wochen anschauen, dann sieht man eins, was dominierend ist, eine Frequenz, die eben nicht einer neurologisch signifikanten oder neurologisch wichtig positiven, naturgemäßen Frequenz entspricht, nämlich 20 Hertz. Und wir sehen hier eine, vielleicht blende ich das damit ein, dass man das auch mal sehen kann, wir sehen hier diese dünne Linie im 20-Hertz-Bereich, die ist sehr schmalbandig. Und das muss man nun wissen. Die meisten können das gar nicht zuordnen. Und Stefan Burns hat es, glaube ich, auch noch nicht zugeordnet. Sagt nur auch, dass das eine Anomalie ist, die er sich nicht erklären kann. Sie ist aber da, ja. Ja, Und genau. hat ein energetisches Profil, sonst könnte man es nicht messen. Aber die 20 Hertz haben tatsächlich aus neurologisch-endokrinologischen Forschungen, die auch veröffentlicht wurden, möchte ich dir auch gerne nochmal irgendwann ausführlicher darstellen, dass man da dann auch nochmal tiefer einsteigt ins Thema, dass das tatsächlich uns in die, ich sag mal, Verwirrung bringen soll, sage ich mal sehr vorsichtig, in verwirrende Zustände, also Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter. Schon nachts taucht sie ja auch mit auf. Also das ist einfach mal da. Brauchen wir nicht zu leugnen, sie ist da. Wo Genau. auch immer sie herkommt. Sie ist mit Sicherheit nicht natürlich, ja, weil sie kommt in der Natur so nicht vor in der Form. Und das ist ein Fakt dabei. Aber wir wollen uns ja auf die positiven Dinge beschränken. Wir sind ja mit unserer Ausrichtung, wenn wir uns, ich sag mal, unseres eigentlichen Potenzials wirklich vollbewusst sind, zu quasi allem fähig, eben auch zu dem entsprechenden Schutz. Ich glaube, dass die größte Herausforderung, das ist meine Erfahrung auch, gerade die ist, und sie ist noch nicht am Ende, ganz offenbar nicht, die ist, auch mit den Dingen zurechtzukommen, das ist vielleicht jetzt nicht so gut ausgedrückt, zurechtzukommen, nicht als Agreement oder als ein Kompromiss, sondern als Herausforderung. Ich denke, die Formulierung ist schon gut. Eine Herausforderung sagt ja, okay, da ist etwas, mit dem ich umgehen möchte und da bitte in der richtigen Form. Und das wäre so eine Sache, ich denke mal, am besten zu erklären mit, wie es mir auch persönlich geht. Ich lehne mich da an Ergebnissen von Bockertheim, die nach 50 Jahren Forschung als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler, nicht als Philosoph gesagt hat, dass auch in ausweglos erscheinenden Situationen,
noch so ausweglos erscheinende Situation immer noch etwas Positives abgewonnen werden soll. Denn wenn man aufgibt, dann hat man eigentlich wirklich verloren. Okay? Also das darf nie passieren. Und dann eben der Zusatz noch, das zu Lebzeiten erbrachte soziale Handeln entscheidet darüber, was nach dem Verbleib, das dem Zerfall des Somas, also nach dem Tod sozusagen mit uns passiert. Das leitet er wunderbar her auch, ja. Und das ist etwas, was mir so hilfreich daherkommt, dass das eben nicht philosophisch irgendwo einfach wunderbar klingt. Wir fühlen das, dass es so ist. Und das ist für mich immer ein Trost, hilfreich, wenn ich sage, das ist tatsächlich so. In dem Moment, wenn ich diese Herausforderung eben nicht als Herausforderung sehe, die ich durchschaue als eine Herausforderung, mit der ich aber entsprechend umgehe und sage, bitte mit mir nicht. Ich gehe in eine andere Ebene hinein und nicht in den Kampfmodus, ja, aber mit einer klaren Position, dass mit mir bitte nicht zu machen ist. Nicht in Resonanz gehen, heißt, ich gehe nicht in diese Gedankenbilder hinein, vertiefe das nicht, egal welches negative Szenario da uns gerade aufgetischt wird. Ich glaube, das ist mit wenigen Worten, das waren schon bei mir Worte, als ich eigentlich sagen wollte, eigentlich das, was mir so gerade auffällt. Und das nimmt im Grunde genommen rasant zu, diese Erfahrung, die Herausforderung. Aber mit der Hilfestellung oder Sicht, wie ich sie gerade versucht habe darzustellen, wie ich die Situation sehe, diese Herausforderung. Konntest du da was mit anfangen, was ich da gerade versucht habe zu erklären? Ja, klar. Also, weißt du, die Sache ist ja, ich meine, es läuft doch eigentlich alles richtig gut. Ja. Guck dir mal an, was draußen los ist. Die Leute lassen sich das nicht mehr gefallen. Es werden immer mehr. Es ist jetzt erstmal Chaos und es ist doof. Aber also wie ich ja auch immer gerne sage, es sind ganz viele aufgewacht und da liegen jetzt erstmal mal mit Schockstarre im Bett. Und natürlich gibt es Leute, die das Narrativ, was da geglaubt werden soll, auch glauben wollen und das verteidigen. Das ist aber auch nicht unser Bier, muss ich mal jetzt ganz ehrlich sagen. Also man kann alles wissen, wenn man es will, also sich informieren. Aber es läuft doch wirklich, wirklich gut. Es, guck mal, den derzeitigen Darstellern geht der Stift, ist ja ganz klar. Aber dieses Grund, also die Leute sind so offen wie nie zuvor für Themen, wo du vor 3 Jahren ja noch mit Alufolie eingewickelt wurdest und irgendwo weggesperrt wurdest. Ja, also man darf nicht sich dahin trainieren lassen, nur diese negative Berichterstattung zu sehen, auch in den freien Medien. Es ist alles nur reißerisch. Ja, also und nicht alles, aber ganz viel, um einfach Klicks zu generieren. Das ist, da muss man aber auch seinen Körper und sein Gehirn verstehen. Das Gehirn ist dafür da, Gefahren zu erkennen. Darauf ist es trainiert. Und jetzt natürlich noch viel, viel mehr als jemals zuvor. Ja. Und ich meine, auch was ihr guckt an Filmen, das ist ja nur noch Blut, Mord und Totschlag. Also auch so, wenn man so Sachen guckt, weiß ich was, Game of Thrones oder so, also ich kann mir das gar nicht, also Gott nein. Also das macht was mit deinem Körper, aber sicher, auch wenn du das hier nicht wahrhaben willst. Nichtsdestotrotz werden die Menschen sensitiver dafür und finden das jetzt heraus und distanzieren sich immer mehr von vielen Dingen und suchen sich erstmal ihre eigenen Wahrheiten. Aber wo wir jetzt Jahrzehnte quasi gebraucht haben, um uns unser Wissen irgendwo zusammenzusuchen, das ist jetzt ja alles gebündelt da. Und da sind schon einige, die sehr viel aufholen. Ja? Und wie auch immer, die Sache ist, wir müssen halt weitermachen. Also da kommt noch viel Arbeit im Körper auf uns zu, auch. Hier natürlich geistig, seelisch, aber eben dafür ausgedrückt durch unseren Körper. Also wir beide sitzen mit unseren Körpern jetzt hier voreinander, haben das Netz, dieses, ne, und nutzen das Internet und Aufnahmegeräte und wir sind auch ganz froh darüber, dass wir das gerade können. Ne? Und da müssen wir halt alle unser Gleichgewicht finden, halten und immer wieder reinfinden. Und es ist halt einfach echt heftig gerade phasenweise. Also da können wir beide auch ein Lied von singen, was da an Attacken und Generven auf uns gerade einprasselt. Aber es ist, eine Ohrensteif halten, ne? Wirklich die Krone da reinklemmen und dann weiter im Sturm. Weil das ist jetzt, ja, wirklich, denke ich, so, also jetzt ist so ein Kipppunkt erreicht, wie lange der auch dauern mag. Aber es ist gut, es läuft wirklich gut. Ja, es ist halt eine Frage auch der Perspektive. Und die Leute sollten dabei auch wirklich nach wie vor auf ihre Körper achten und was die auch so brauchen. Ja. Zeit des Richtig. Seins. Ne? Auch primär glaube ich nicht, weiß ich, in der Reihenfolge auf die Körper zu achten im Sinne des Geistes. Also womit
beschäftige ich mich. Ich nenne das ja geistige Hygiene, ja, weil wir wissen Ja, von der aber auch, was ich in Psycho. mich einverleibe, weißt du? Hört Weil das jetzt auch. in Genau. Stresssituationen fangen Menschen ganz, das ist mir jetzt wieder immer wieder aufgefallen, dann rennen sie doch zu McDonald's. Und auch da zu hinterfragen, welches Geisteskind unterstütze ich mit diesem Konsum, auch mit durch meinen Körper. Da was ja dann, das meine ich halt, Dieter, ja. Natürlich ist das da immer, das ist auch immer übergeordnet, ne? Natürlich. Ja, also auf jeden Fall. Aber das eben halt auch jetzt durchzusetzen und eben halt zum Beispiel jetzt mit den Landwirten da jetzt zum Beispiel auch, dass man wirklich sowas wie Tante Emma-Leben einfach mal wieder reinregt und ja, die will geboren werden, wie meine, die Tante Emma will zurück ins Leben, sagt meine Freundin Paula immer gern. Weißt du, also und da auch wieder gute Nährstoffe, wo sich die Bauern aber auch um die Pflanzen vernünftig kümmern konnten, ja, und nicht so in Masse, wo auch Liebe reingeflossen ist, weißt du? Das ist ja auch dann wieder der Umgang mit der Natur, ja, und nicht dieser Raubbau in der Kult, also in der Agrikultur letztendlich. Eben ohne Kunstdünger und so weiter. Ich will jetzt bewusst keine Namen Kunstdünger ist sagen. da wirklich das kleinste Übel noch fast. Also wirklich, ich fange da gar nicht mit an, aber da ist schon ganz viel passiert und da ist jetzt die Möglichkeit des Bewusstseinswandels, da ist eine Tür jetzt aufgegangen und also das finde ich halt einfach wichtig. Ich meine, du hast selber auch eigene Gemüsearten und alles. Du weißt, wovon ich rede. Und das ist unser, und essen müssen wir nun mal bei aller positiven Gedankenwelt. Ja, aber wir müssen schon immer noch essen. Ja, es tut mir leid, so ist es nun mal, ja. Und es muss auch irgendwo herkommen. Da verlassen sich ja immer gerne, das ist einfach Arbeit. Sieh mal zu, Paprika selber in deiner Menge, die du im Jahr brauchst, anzubauen. Das kann unser eins ja fast gar nicht leisten. Das ist, ja, ne? Und dann natürlich auch in der Qualität, die ich jetzt zum Beispiel will. Also das ist schon viel Arbeit einfach. Das muss auch gemacht werden. Man muss dann da was da drauf gießen. Ne? Erinnere dich an deine Bäume. Ne? Wenn kein Wasser da ist, da hilft positiv Denken in dem Moment leider dann auch den Baum halt büschen, klar. Aber wenn das Wasser dann irgendwann nicht kommt, du weißt, was ich meine. Ja? Und du sagst es mit deinen Worten in der Genau. Form, dass für mich der Grund war, warum ich mich entschieden habe, nachdem mir das völlig klar war, was du da gerade erzählt hast. Und da gehören nicht nur die Lebensmittel zu, sondern eben auch Kunstlicht, Fluoride, Absolut. WLAN-Frequenzen, also all das, was verhindert, dass noch so ein starker Geist überhaupt keine Chance hat, an die Quelle zu kommen. Das ist ja eigentlich der Eintritt gewesen in dein Argument auch gerade, was mich da betraf, als ich ja erst sagte, wurde Psychosomatik. Was nützt die beste Psyche, die ja, wenn sie von vornherein schon toxisch bearbeitet wird durch den Körper? Also es geht auch somatopsychisch, wie wir wissen. Ja, Ja, und also ich ich. persönlich glaube auch, dass die Pflanzen, gerade Bäume, gesunde Bäume natürlich auch Felder haben, die gut für uns sind und uns irgendwie schützen. Ja, also es ist nicht immer nur die Chemie. Also, na, weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich der Natur wieder was Gutes zurückgebe, ist auch die auch wieder gut für mich. Das merke ich ja. Also, ich versuche das ja auch in meinem kleinen Bereich, was ich so kann. Ja, um einfach, weißt du, bei allen Theorien, wir müssen die ja auch mal umsetzen und gucken, ob das funktioniert und es funktioniert. Ja, also da, das ist total schön. Und so kommt ja auch der Mensch wieder in den Kontakt mit der Natur und diesen Austausch, was für mein Wesen ist, ja, ist für mich ist das wie Meditation. Ja. Ne? So, weißt du, das ist nicht getrennt. Wir sind einfach nicht getrennt. Durch unsere Körper sind wir verbunden mit der Erde und durch unseren Körper kommt auch also meines Erachtens nach der Aufstieg. Den dürfen wir dabei nicht vergessen. Das sagt Carrie ja auch. Also da bin ich ganz bei ihr. Den dürfen wir dabei nicht vergessen. Und der zeigt uns das auch durch immer mehr Lebensmittelunverträglichkeiten in Form von Industrieschrott. Und ja, finde ich jetzt nochmal wichtig, weil gerade Stress ist ja hoch und dann fällt man in ungesunde Verhaltensmuster und da auch nochmal selbst bei sich gucken, zu unterbrechen. Wie kann ich mich um mich kümmern, dass ich in der neuen Zeit auch gestärkt bin und da durchkomme? Also, weil das wird noch erstmal bewegend werden. Das denke ich schon. Ne? Wir dürfen auch also unsere Körper da mitnehmen. Dafür sind sie da. Sie sind unsere Verbindung, bestehen aus Teilen der Erde, um unserem Geist eine Möglichkeit des Ausdrucks zu geben. Und das, denke ich, ist jetzt einfach das Wichtigste, da immer mehr in diese Richtung zu gehen. Ja. Ja, aber eben, ich möchte trotzdem noch wiederholen, obwohl ich es schon erwähnt habe, darüber haben wir ja auch gesprochen, dass es eben doch noch ein paar Einflüsse gibt, die uns auch mit einem noch so gesund ernährten Körper auch Absolut. abkoppeln von der Quelle oder in Absolut. emotionale Zustände bringen, die eben auch nicht gut sind. Ja, also Absolut, ja.
Ich war sowas von erstaunt, gerade vor wenigen Tagen, das habe ich dir noch gar nicht erzählen können. Ich deute das jetzt nur an, würde ich gerne nochmal über die Quellen auch sprechen, wenn wir da eine Extrasendung zu machen. Ich habe von Ananda Bosman damals, vor über ungefähr 30 Jahren, nicht über, vor 30 Jahren ungefähr, eine Information bekommen. Er sprach von einem Doktor oder Professor André Puharich, der eine Studie veröffentlicht hat, und der hat in Stanford gearbeitet. Aber ich habe die Quelle nie gefunden, wo er herausbekommen hat, dass zum Beispiel eine bestimmte Frequenz bei Probanden, egal ob die waren im Grunde genommen klinisch unauffällig, eben gesund und so weiter, hat man dem ausgesucht, und dass innerhalb von wenigen Sekunden die Einwirkung einer bestimmten Frequenz ihn unkonzentriert gemacht hat, depressiv gemacht hat oder eben in einen erfreulichen Zustand versetzt hat. Und da war die 8-Hertz-Frequenz eine dominierende, die dich wirklich angebunden hat, und die Eigenschaften, die auch Trofimov rausbekommen hat, telepathische Fähigkeiten ausgeprägt bekommen, telekinetische Dinge ausgeprägt bekommen. Die Studien wären revolutionär gewesen, die hätten wir eher gebraucht. So hielt man das immer für Mythologie oder eine Fehlinformation. Ich habe vor wenigen Tagen diese Studie bekommen, und weißt du, über welchen Umweg? Du kennst doch, oder ihr kennt sicherlich alle, liebe Freunde, das US-amerikanische Gesetz in der Verfassung verankerte, wie heißt es nochmal, das, Freedom of Information Act. genau unter diesem Motto, 30 Jahre lang, nach 30 Jahren, glaube ich, müssen Arbeiten veröffentlicht werden. Ob das, einige Dinge sind immer noch geschwärzt, auch wenn sie dann veröffentlicht werden, ja. Und da habe ich genau hier diese Arbeiten, da wurde über diese Arbeiten und diesen Professor Puharich berichtet, dass er für den CIA gearbeitet hat, ja, wundert mich da nicht wirklich. Und die Arbeiten wurden natürlich damals nicht freigegeben, ist doch völlig klar. Da hingen dann auch noch Leute mit dran, Russell Tark und ich weiß gar nicht wie, Harald Puthoff. Also die drei waren eben maßgeblich für diesen ganzen Forschungsbereich, dass also tatsächlich immer dann, wenn auch Heiler in ihrem Zustand der Heiler war, also gegenüber eben einem Patienten, ohne ihn zu berühren, tatsächlich die EEG ist eindeutig eine dominierende 8-Hertz-Frequenz vom Kopf ausgehend, ja, nicht durch Elektroden gemessen, sondern tatsächlich in einem Abstand von, ich weiß, 1 Meter oder 2 gemessen, und hat sich übertragen auf den Therapeuten, auf den Patienten. Und ging dann nicht ganz so stark in den Ausdrucksintensitäten eben, aber tatsächlich, und dadurch setzte dieser heilende Effekt ein. Das sind unfassbar wichtige Informationen. Zirbeldrüsenaktivitäten waren das, die möglich sind, wenn man die richtigen Frequenzen hat. Aber in der Studie ging eben auch was davor, dass eben Frequenzen, ich glaube, die 20 Hertz sind dabei, die ich vorhin erwähnt habe, eben etwas machen, wo auch ein gesunder Mensch, der wirklich stabil ist und sich wahrscheinlich noch so gut ernährt hat, auf einmal in einen Zustand kommt, der nicht normal und nicht förderlich ist. Ja, das ist dann natürlich klar. Nur die Sache ist, wenn du dann das kriegst als geschwächter Mensch mit einem schwachen Körper, voll mit Schrott, der auch noch in Resonanz geht durch Schwermetalle und so weiter und so fort, dann fällt das natürlich wesentlich leichter, oder? Also weißt du so das, und ich meine, Stefan empfiehlt ja auch seine nervenberuhigenden Tees. Also, dass man einfach wirklich immer darauf achtet, was braucht mein Körper, was kann ich ihm noch zur Entlastung geben, wenn es schon von allen Seiten schießt. Und natürlich auch hier, aber wie du sagst, da kannst du noch so positiv sein, wenn du dann in diesem Feld bist, also diese Forschung gibt es ja auch und das existiert ja auch. Und ich denke, das merken auch ganz viele. Ich spreche da in letzter Zeit relativ viel mit Leuten drüber, habe ich vor Jahren drüber gesprochen, da wurde es da halt dahingestellt und immer so gesagt. Und jetzt merken sie einfach selber, dass da irgendwie was ist. Da kommen Gedanken hoch, sowas würde ich niemals denken. Was ist das denn jetzt? Und was, ne, so. Und solche Erfahrungen, und ich finde, man sieht es auch an den Wellenmustern in den Wolken gerade auch deutlich. Ja, also ich denke, da wird über unsere speziellen Hilfsmittel, die wir jetzt aber nicht hier laut erwähnen, sonst wird das Video gesperrt, dass da mit die forschen an uns auch. Ja, also das wird ausprobiert. Ja, das wird weitergemacht. Die haben ihre Grundlagen und der große Feldversuch läuft seit Jahren. Genau wie bei den anderen Sachen. Also das muss man auch einfach durchblicken, ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Möglichkeiten, das abzumildern. Ich mache das ja auch. Und mir geht es meistens gut, aber ich bin auch genauso hin und her geschüttelt. Ich versuche halt nur immer wieder meine Mitte zu finden und meistens gelingt mir das auch. Dazu muss ich aber auch meinen Körper bewegen, beispielsweise, ja. Und zum Beispiel in den Garten gehen oder in der Sonne sitzen, wenn sie denn da ist, oder solche Dinge. Also da muss ich meinen Körper schon mit einbeziehen, ja. Sonst, wenn ich nur in der Bude sitze
und denke, denke oder versuche nicht zu denken und zu meditieren, das funktioniert nicht mehr so einfach. Und auch andere Sachen. Es ist so, als wenn man sich nochmal neu kennenlernt, so ein bisschen. Also, weißt du? Ich weiß es sehr gut, was du meinst. Und es ist ja auch das Bild, glaube ich, ganz brauchbar, wenn ich sage, dass auch viele Menschen, die sich so verhalten, als wenn sie hypnotisiert wären. Ja, es Richtig, gibt ja sogar ein genau. großes Projekt, das genauso genannt wird von DARPA, das heißt Zombification Project. Man muss sich Ja. vorstellen, diese Formulierung gibt es als ein Projekt. Ich wollte auch so in your face, ne, so Ah, ja, richtig, genau. So. Aber ne? der Punkt ist ja, und dann nehmen wir mal Stefan Burns, du hast ihn ja auch gerade erwähnt, ich habe ihn auch erwähnt, er hat ja eine ganz neue Veröffentlichung, er macht ja sehr viel, ich glaube, Ja, er ist ja nur noch dran, ja. Jetzt ist er auch aber so mehr Wettermann, ne? genau, gleich am Anfang des Jahres, gerade mal eine Woche ungefähr alt, schreibt er ja, wir sind in eine neue Ära des Bewusstseins eingetreten, machen Sie sich bereit. So, das klingt ja sehr positiv. Ich fühle, dass es so ist und habe auch Argumente. Er ist ja Wissenschaftler, Naturwissenschaftler und führt auch ein paar, ich sag mal, physikalische Parameter an, die das rechtfertigen, erklären. Du hast unser Gespräch auch heute so begonnen, dass da was da ist. Wir erwachen mehr, wir gehen mehr. Es sind mehr geworden von uns und die aber das durchschauen und das Spiel nicht mehr in der Form mitmachen. Und das bringt es jetzt zum Ausdruck, machen wir uns bereit. Wie wirkt es auf dich, wenn du so eine Aussage hörst? Ich meine, wir kennen ihn und wir mögen ihn, weil er einfach mal ein toller Typ ist, auch menschlich, glaube ich, normal erscheint. Viele andere sind für mich viel zu künstlich und echauffieren sich Nee, zu sehr. eben, genau, das ist ein netter Ja, junger Mann halt, ne? Und der ist da einfach. ja, und er ist einer von uns eben auch als Wissenschaftler. Ne? Und ich habe mich sehr gefreut über diese Nachricht hier. Machen wir uns bereit. Wie könnte dieses Bereitmachen deiner Meinung nach aussehen? Haben wir eigentlich im Grunde eigentlich die letzte Zeit darüber gesprochen. Ne? Eben. Ja, das ist es eigentlich. Ja? Und die Erde nimmt uns mit. Und jetzt wird es echt Zeit, uns mit ihr richtig anzufreunden, wer es noch nicht hat. Ja? Und ich denke, wir kriegen immer wieder Einladungen von ihr, das zu tun. Und ich meine jetzt auch die ganze, ich meine, ich schicke dir ja auch gern immer diese Panik-Videos, damit du siehst, was da so erzählt wird, ja. Weiß er noch, ne? Ich benenne mal keinen Namen. Und wie oft, es ist jetzt so oft gesagt worden und wir stehen hier immer noch. Und es kann immer sein, dass was passiert und wir nicht mehr da sind. Es kann auch ein Flugzeug aufs Haus fallen. Es kann auch, man kann, ich bin gestern fast angefahren worden. Oh. Beispielsweise, ja, und dann ist mir auch noch fast einer ins Auto reingekracht. Also da muss man schon gucken, diese Unachtsamkeit, also wenn ich das vergleiche mit der anderen Welt da draußen, es ist schon irgendwie eine andere Welt für mich, wenn ich jetzt mal irgendwo einkaufen muss. Unglaublich unachtsam und ich dachte schon, ich wäre unkonzentriert, da bin ich ja weit ab von, weiß ich. Also man muss schon gucken, wenn da viele Menschen sind, dass man guckt, weil sie sehr unachtsam und unvorsichtig sind und vieles nicht mitkriegen und einfach mal rauskrachen und Dinge, also das merkt man ganz besonders, dass da irgendwas aktiv ist, ja nochmal, ne, weil Menschen, die sehr unbewusst sind, sage ich mal so, die gar nichts davon wissen, was so passiert. Weißt du, und da ist auch erhöhte Aggressivität, das stimmt schon, und all diese Sachen. Aber an sich läuft es immer gut. Also wie gesagt, es ist ja nichts passiert. Ja, also ich habe ja Glück gehabt. Also, ja, Glück. Aber ich merke auch schon, boah, da ist sehr viel Unruhe, also sehr, sehr viel Unruhe. Aber so für mich, also wenn ich so für mich hier so und in der Natur und so, das ist wie eine andere Welt schon, weißt du? Also, Heidi, jetzt nehme ich mal den ganz persönlichen Bereich. Also, ich beziehe mich dann natürlich selber mit ein. So fing ich auch an, du ja auch. Aber ich habe natürlich hier in meinem Umfeld in der sogenannten Rufweite, ja, also Umkreis, sagen wir mal Laufweite, ja, Umkreis von vielleicht 5 Kilometern, sind eine ganze Menge Freunde hier gezogen. Also, wir sind schon mittlerweile zwischen 40 und mitunter sogar fast 60 Freunde, quasi Verwandte, Seelenverwandte, die aus verschiedenen Gründen hier gekommen sind. Die meisten waren hier, weil das hier einfach mal eine schöne Energie ist und so weiter und so weiter. Und vielleicht auch, weil ich hier in der Nähe wohne und auch die Vera. Aber ich beobachte sehr genau, seit 1 Jahr oder 1,5 Jahren, so fing das hier an, die waren nicht gleich 50 oder 60, aber da waren schon die ersten 20, 30 und alle sind sie jetzt hier und ich habe mit ihnen quasi täglich Kontakt. Und dann sehe ich diesen Reifeprozess, darum geht es jetzt. Also richtig zum Anfassen.
Ja, ist ja immer noch was anderes, was man so an Schreiben bekommt. Ich bekomme unfassbar viel Schreiben, das hat zugenommen. Leute, die auch ihr Leid klagen und aber mehr noch als vorher, die sagen: Mein Gott, ich bin so froh. Also da kennt man, sie markieren sozusagen, stellen fest, dass ein Erwachen sich vollzieht, indem sie das alles durchschauen, worum es hier wirklich geht. Und daraus ihre Reaktion, ihre Haltung auch ändern. Okay, wunderbar. Aber es hat noch eine andere Qualität, wenn du die Leute wirklich kennst. Ja, Weil sie natürlich. kommen zum Sehen und Anfassen, man umarmt sich oder naja, ja, das auch natürlich, aber ich will nur damit markieren, dass es wirklich eine physische Beziehung auch ist, wo man auch Dinge noch kennt, weil man eben länger zusammen ist, so Feinheiten noch aus der Kindheit, wie auch immer alles. Und wenn du das so wahrnimmst, wie diese Prozesse, wie natürlich die Herausforderungen auch da größer geworden sind, bei allen, bei jedem Ja, anders. alle. Keiner ist Genau. verschont. Niemand. Alle. Exakt. Ja, Alle. das ist der Punkt und das gilt uns ja. Ja. Genauso. Oh Gott, Ja. wir gehen ja nicht ins Detail, ja? Nein. Wie hieß es früher? Meister werden meisterlich geprüft. Mein Gott, wir sind alle Meister. Fragt man sich aber auch manchmal, wie meisterhaft soll es denn bitte schön noch werden, Genau. Ja, da fällt mir eine Elegie von Rilke ein, Rainer Maria Rilke. Und es war lange unbewusst meine Lieblingselegie. Und da kommt diese Aussprache her. Ich glaube, das war ein jeder Engel ist schrecklich, dachte ich, was ist das denn für komisches Zeugs? Aber dann kam die Aussage, sie geben einen gerade so viel, wie wir ertragen können für den nächsten Schritt. Und das kommt mir genauso vor. Gerade so, das hätte ich vor einem Jahr zum Beispiel alles noch nicht ausgehalten, was jetzt so passiert ist. Andererseits bin ich viel stärker geworden durch diese Herausforderung. Dürfen wir nicht vergessen. Das ist das, was ich hier beobachte, ganz persönlich im Umfeld. Dann habe ich einen engen Kontakt zu den Griechen, die hier wohnen. Man kennt sich und man ist sehr vertraut. Auch die Ziegenhirten. Allmählich spreche ich ja die Sprache auch so, dass ich da auch Internas verstehe, über die man sonst so nichts erfährt bei den Griechen. Aber sie zeigen ihr wahres Gesicht, auch ihre Emotionen. Und da ist was zu erkennen. Und da ist es auch, und mein Gott, das ist eine schöne Geschichte, die mir jetzt gerade einfällt, die Beobachtung, dass. Bleiben wir mal bei den Ziegenhirten, ja, oder Schafshirten. Beide gibt es ja hier. Und die sehe ich oft. Und die haben kein Fernsehen, noch nicht mal Radio. Teilweise sind sie gar nicht zur Schule gegangen, lesen also keine Bücher. Sie sind aber naturverbunden. Und wenn ich mit den Leuten, mit diesen Menschen kommuniziere, die kriegen ganz genau mit, was mit der Welt passiert. Aber sie sind so auf einer Ebene, wie wir sie nennen würden, erdverbunden, dass sie daraus mehr Kraft ziehen als je zuvor. Sie stehen wie eine Eiche, wie würden wir das wahrscheinlich in Norddeutschland sagen, gegenüber noch vor 30 Jahren, als ich die Ziegenhirten, das waren andere, ja, und Schafshirten am Anfang kennenlernte. Sie waren alle immer nett, waren offen und da interessierte sie überhaupt nicht, wenn sie gefragt haben, wer bist du? Dann habe ich es mal gesagt, ich bin Dieter Bröers und ich mache das und das und das. Das wollen die gar nicht wissen. Die wollten wirklich wissen, wer bist du, ja, in deiner Wesensart. Und das ist die ehrliche Art. Und daraus entnehme ich, wenn ich diese Beobachtung jetzt mal so Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, muss ich nicht nur sagen, ich bin dankbar und zu erkennen, dass das wirklich, worüber wir gerade geredet haben, zugenommen haben, die Festigkeit. Ja, wir sind mehr geworden, Heidi, wir sind Ja, tatsächlich mehr geworden. definitiv, definitiv. Und was mir auch auffällt, ist, dass Tiere noch viel zu toll. Also ich meine, also Tiere sind schon immer zu mir gekommen. Ich hatte nie Probleme. Also als Kind, ich habe auch immer mehr mit Tieren meine Zeit verbracht als mit Menschen. Ja. Und mein Sohn ist ähnlich, dass der ähnlich magnetisch auf Tiere wirkt, aber noch mehr als ich, ehrlich gesagt, gerade auf Katzen interessanterweise. Auch Hunde, aber Katzen besonders. Und hier sind ja natürlich auch viele ausgesetzte Katzen. Und man tut natürlich, was man kann. Aber die kommen richtig her und sprechen mit dir. Mau, also weißt du so, als wenn die dich ewig kennen, so schon, Genau. ne? Also schön, dass du zu Hause bist, lass mich mal rein, so ungefähr. Oder halt aber auch wilde Tiere oder dass die viel näher kommen. Also was ja auch mit Energie zu tun hat. Und aber auf Ja. der anderen Seite, das dürfen wir auch nicht vergessen, höher schwingen, Energieerhöhung, egal was. Wenn man mehr zu seinem wahren Selbst wird, sendet man stärkere und gewisse Energien einfach raus.
Und es gibt jetzt natürlich immer noch die Menschen, die damit überhaupt nicht in Resonanz gehen. Und das stößt sich dann ab. Und das kann sich dann natürlich total unschön gestalten. Und das ist letztendlich auf energetischer Ebene, was wir jetzt erleben. Das erleben wir auch von den Pflanzen, ja, die sich energetisch natürlich auch verändern. Was ich viel mitkriege, ist, dass Petrochemikalien überhaupt nicht mehr wirken. Also auch Schmerzmittel zum Beispiel, das ist eigentlich ein ziemlich klassischer Signalweg, der einfach unterbrochen wird und es funktioniert nicht mehr. Und das sind ganz viele Dinge, die ich denke, aber auch damit zu tun haben, dass wir diese Erdverbundenheit jetzt einfach kriegen. Und Mutter Erde sagt jetzt einfach, okay, Petrochemikalien, ja, Erdöl gibt es, aber nicht an der Oberfläche für euch zum Essen so ungefähr. Ja, und dass da irgendwie sich das jetzt sowieso teilt. Und natürlich ist das System wie so ein angeschossenes Tier und beißt wild um sich. Ja, und das darf man halt auch nicht vergessen. Aber es sieht sehr gut aus und man fühlt es ja auch, was du ja gerade sagtest. Ne? Und Und Heidi, was ich auch feststelle, ist, dass sich die Erde, und wie kann es auch anders sein, wenn wir den Status nehmen, noch vor, selbst wenn wir den heutigen Status nehmen, aber vielleicht mal 10 Jahre zurückgehen und vielleicht dann nochmal 10 zurück, dann wissen wir, das weiß jeder von uns, dass sich, ich sag mal, die Verwahrlosung, nenne ich mal ganz vorsichtig, der Erde, wie wir sie hinterlassen haben, wie wir sie zugerichtet haben, sich gesteigert hat. Okay? Also, was ich meine ist, was ich beobachte, dass sich der Reinigungsprozess deutlicher vollzieht. Die Erde muss sich reinigen. Das kann ich aber sagen, plopp, es ist jetzt alles weg, ich bin jetzt gereinigt. Das kennen wir ja von uns selber, wie eine Heilung, ein Heilungsprozess aussieht. Da gibt es fiebrige Prozesse, ja, dass der Körper sich erstmal in die Ruhe versetzen muss, um alle Kräfte zu zentrieren, biochemische Prozesse, die da eingeleitet werden, und so weiter, also um Heilung zu vollziehen. Homöostase, so kann man das ja nennen heute. Und das ist etwas, was wir in der Natur auch sehen, durch Erdveränderungen, durch das Wetter zum Beispiel, durch verschiedenste Arten, okay, was wir als Wetter deklarieren. Das Gemeine daran ist ja, dass genau an der Stellschraube auch manipulativ gedreht wird. Ja, also es gibt ja faktisch, wirklich faktisch gesehen, die Technologien zumindest. Soweit möchte ich jetzt gehen, weil also, das ist da mein. können wir prima auf meinen Vortrag, da ist alles drin. Also ich habe ja alles auseinandergenommen, was als Rettung für die Umwelt propagiert wird und Genau. und mit Mainstream-Artikeln. Also das ist ja echt ein Vortrag, da könnt ihr euch Quellen raussuchen. Also ist ja auch auf deiner Wissenschaftsseite, möchte ich echt jetzt mal eben, weil das ist genau das Thema. Und das ist auch ein Thema, wo ich oft mit, ich sag mal, spirituellen Anecke so nach, ach nein, der Erde geht's total toll, wir müssen nur Ja. da sein und sitzen und Um. singen. Es ist natürlich gut zu singen und singen macht eine gute Schwingung. Aber trotzdem werden da oben Sachen rausgepustet, das wird überall verteilt und von Windrädern und anderen Sachen fange ich mal gar nicht an. Also das darf auch nicht mehr passieren. Ja, da muss dieses Bewusstsein einfach wirklich verstanden werden, nicht verdrängen. Wir reden nicht drüber, weil so kommt es dann wieder. Man muss erkennen, was falsch gemacht wurde. Ja. Ja, und wirklich erkennen. Das ist mir wirklich ganz wichtig, weil das regt mich auch manchmal dann echt auf, diese kognitive Dissonanz. Wir haben die Macht, auch der Erde zu helfen und die freut sich darüber. Ja, das merke ich hier jeden Tag, ja, dass wie dankbar die Pflanzen sind, wenn ich dann in diesem völlig Nährstoffmangelplaneten da mal was nachhelfe, um diesen Kreislauf ein bisschen nachzusimulieren, wie wir durch den Biodiversitätsverlust fast zum Erliegen gebracht haben. Ja. Ja, das kann sich alles alleine regenerieren, ja, aber dann müssen wir mal aufhören, dass das reinkommt in jeglicher Form und Weise, von Plastik über die Luft, über dieses oder jenes. Die Reinigungsprozesse der Natur sind krass und gut, die packt das auch, aber wir müssen auch aufhören und entschuldige, dass ich da so reingegrätscht bin, aber das ist echt so, weil es gerade auch gerade wieder aktuell war, wie viele einfach Geoengineering nicht anerkennen wollen, obwohl es ja schon seit 3 Jahren jetzt mittlerweile als die Klimawandelrettung Mainstream propagiert wird. Und trotzdem sitzen sie da immer noch und sagen, nein, nein, das gab es nicht. Doch, guck mal, Deutsche Apothekerzeitung 2003 habe ich in meinem Vortrag mit drin, den findet ihr auf meinem Kanal, die Verbindung von Natur und Gesundheit. Da ist wirklich das. Also auch der Mainstream hat darüber berichtet, ja. Und da sind auch teilweise gute Artikel bei, die auch, weiß ich was, von Volkswagen, von weiß ich nicht was und irgendein olympisches Spiel, wo das genutzt wurde, damit es nicht regnet, ja. Also
Das ist mir echt, das ist so ein Thema, das kann ich echt nicht mehr hören, muss ich mal ehrlich sagen. Das ist Ja, so klar. ich hätte das als Beispiel gebracht. Nehmen wir mal das Wetter. Okay. Das war ja das Grundthema mit der manipulativen Art, dass es eben auch benutzt wird, um eben zu manipulieren, um zu verändern, weil eben Wetterlagen sich auch auf unsere Stimmungs- und Bewusstseinslagen auswirken. Die Wetterfühligkeit, ja, bekanntes Phänomen schon sehr lange, dass da biochemische Prozesse angetriggert werden. Ich habe das Glück gehabt, dass ich den Professor als meinen Biophysik-Professor kennenlernen durfte, Professor Lamprecht. Der war nämlich damals an der Uni in Linz, in Innsbruck, ich glaube, in den Anfang der 70er Jahre Professor, um das Wetterforschungsphänomen zu ergründen. Denn es ist ja bekannt, ja. Also da gibt es eine Statistik, die ist eindeutig. Ich habe ja auch an dem Grenzbereich der Alpen mitgelebt. Da ist das signifikanter, prominenter ausgeprägt, die Wetterfühligkeit, wie das korreliert. Aber dass alleine du über das Wetter an sich auch Stimmungs- und Bewusstseinslagen beeinflussen kannst. Es gibt Schönwetterlagen, die machen dich wirklich fröhlicher durch Natürlich. biochemische Prozesse, und andere Tiefdrucklagen, die machen dich einfach ein bisschen, vorsichtig gesagt, trauriger. Und dass das Ja. Tür ist, auch Menschen zu manipulieren, siehe Hab und so weiter. Tiefer möchte ich jetzt noch nicht einsteigen. Und dann kommt noch drauf, was für Stoffe sind da noch drin, die neuroaktiv sind. Also Absolut. komm, du weißt genau wie ich, in der Kriegsforschung ist auch natürlich die Beeinflussung von Gemütslagen durch gewisse chemische Stoffe und auch Zusammenspiel. Also ich möchte da nochmal auf The Brain is the Battlefield of the Future, da haben wir vor Jahren schon gesprochen drüber, ne, dass dieser Vortrag vom Militär und das ist ja nur das, was man öffentlich sagt. Ja, also natürlich wird auch da was sein, was probiert wird. Ja, das weiß man eben nicht genau. Und nichtsdestotrotz möchten wir hier sagen, Dieter, geht's dir gut? Ja, Mir auch. und weißt du, alleine auch das, ich meine, jetzt ist Gespräch alleine, Peter. Und das Ja. möchte ich auch nochmal zum Ausdruck bringen. Das ist, ich erwähne das ja schon lange, und wir stellen das ja auch immer mehr fest, es so wichtig ist, dass wir uns gegenseitig auch stützen können, erinnern können. Ich hänge durch vor ein paar Tagen, und du hängst, glaube ich, auch mal durch. Und da habe ich gemerkt, ich brauche jetzt mal ein Gespräch mit Heidi. Und diese paar Minuten mit dir haben mich, glaube ich, wieder kalibriert, sozusagen in die Grundordnung gebracht. Und dich umarmen wäre wahrscheinlich noch eine Steigerung gewesen, aber immerhin. Ich denke mal, das mir nähere Zusammenrücken, was ich schon so oft betont habe, das ist, glaube ich, wichtiger geworden. Wir sind dann wirklich einfach stärker. Es geht schneller, wo wir aus so ein möglicherweise tieferes Tal herauskommen. Geht es dir auch Ja, so? richtig. Wer ist auch, und da auch einfach gucken, wer ist einfach ehrlich. Ich weiß, also ich kann nur den Tipp geben, ich weiß, es verrennen sich jetzt viele in ihren Symptomen und ich kann da mitreden mit Schmerzen. Also ich bin froh, dass ich das jetzt alles durch habe. Aber wirklich, kommt da raus und lasst euch aber auch nicht als seelischen Mülleimer benutzen, weil das tut euch dann auch nicht gut. Also dass dieser goldene Weg dazwischen. Ja, und Menschen merken das manchmal einfach gar nicht, dass sie in dieser Schlaufe drin sind. Und dann sagst du halt, ey, komm, ne, tut dir das jetzt wirklich gut, sich immer nur da drauf? Oder also, dass man sich da wirklich bis gegenseitig einfach ja, stärkt hält. Und du sagst genau das, Ja. was ich am Anfang sagen wollte. Und das ist das Schöne, wie wir uns hier ergänzen, ja. Fast wortwörtlich wollte ich das genauso erwähnen. Dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Auch unter Freunden eben, dass man es mal, hast du das gelesen? Guck mal hier, und das scheint ja doch zu stimmen. Ich habe das überprüft, guck dir mal die Kommentare an. Nur als Beispiel. Hilft. Ja, genau. Und wenn du mal Interaktion, wieder aktiver dann werden und dran bist. aktiv rausgehen, wenn ich merke, mir geht's Ja. jetzt auch scheiße, komm dann alleine nicht raus, dann klingel dann doch mal irgendwo durch oder Also schreib rein. ich bin ja schon mal geschützter, weil ich kein Handy habe nach wie vor. Wunderbar, dadurch keine WhatsApp, kein Telegram, was auch immer, alles habe ich So nicht. eigentlich zu beneiden, muss man sagen. Aber dann kommt man natürlich zu mir und sagt, guck mal, da ist es. Und sage ich frage dann gleich, stopp, ist das was Erfreuliches? Es ist die Selektion. Ja, und das tut mir so auch so gut. Und dann gucken die Leute und denken nochmal nach und denken, hast du ja eigentlich recht? Das ist nicht erfreulich. Ich sage, warum schauen wir es denn an? Okay. Ja, also gut, da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Einige Dinge sollten wir schon Das wissen. Gleichgewicht, ne? Das Genau, Gleichgewicht das meine ich damit. in Maßen und auch wahrnehmen, wenn ich jetzt gerade in echt scheiße drauf bin, dann gucke ich mir nicht auch noch die ganzen Negativ-News in den freien Medien an. Dann mache ich mal einen Tag den Rechner einfach aus und mache was anderes, ne? So Und dass ich noch. möchte noch mal daran erinnern, wir haben da auch kurz auch drüber gesprochen. Ich habe es im letzten Realitätsabgleich mit Frank ganz zum Schluss erwähnt, angedeutet. Eigentlich einen so unfassbar wichtigen Aspekt angesprochen, den ich auch über Jahrzehnte vergessen hatte.
Und auch nach diesen, nachdem der Realitätsabgleich mit Frank abgeschlossen wurde, sind mir im Hintergrund nachher noch ein paar andere Dinge eingefallen und ich habe die alten Unterlagen wieder gefunden. Also Heidi, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen, liebe Freunde. Es geht darum, dass Frank mir eigentlich eine gute Steilvorlage gegeben hat, mich fast herausgefordert hat, gesagt, naja, Dieter, Gedanken erschaffen Realität, wir sollen visualisieren, in die Freude gehen, das ist ja alles, mag gut und schön sein, aber das ist ja alles viel zu esoterisch. Das glaubt ja eigentlich doch mal nicht wirklich. Und da habe ich ihn angeguckt und in dem Moment ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich erlebt habe, die mein Leben auch maßgeblich mitverändert hat. Davon gibt es zwar ein paar mehr, aber das war eine ganz besondere Stelle. Ich versuche es so kurz wie möglich abzufassen. Es war vor ungefähr 30 Jahren, das war genau genommen 1990, wo eine russische Delegation zu uns kam, zu uns an die Uni, an die FU Berlin und stellte sich vor mit besten Referenzen. Akademie der Wissenschaftspräsident hat gesagt, hier kommen unsere besten Leute, Physiker beides, ein Professor Goddick und ein Professor Gulayajew. Und die stellten ihre neueste Technologie vor, eine Erfindung, die damals wenige Monate vor der Auflösung der Sowjetunion noch unter Top Secret lief und wäre die Leute, die es verraten hätten, wegen Hochverrats wären verhaftet worden. Das hat man uns auch so erzählt. Und man sollte sich diese Technologie doch mal anschauen, weil man würde Gedanken sehen können, sichtbar machen können, aus einer größeren Entfernung. Also man konnte sozusagen die Gedanken in den Frequenzspektren erkennen, ja, also wirklich als elektromagnetische Wellen, die man, ich wiederhole, in größerer Entfernung messen konnte. Man konnte also erkennen, ist man in einer positiven, also erfreulichen Schwingung. Dadurch ist die Schwingung wirklich faktisch gesehen höher, in einer höheren Frequenz. Ich bringe mal eine Hausnummer. Also wenn ich mich in der Mitte befinde, in einem normalen Tagesbewusstseinszustand, habe ich meinetwegen eine dominierende Frequenz von, sagen wir mal, 80 Megahertz oder zwischen 80 und 100. Gehe ich in die Traurigkeit oder in die Angst, dann gehe ich runter auf 20, 30 Megahertz. Gehe ich allerdings in den Zustand der Freude, dann variiert das nach oben quasi ohne Ende. Die Schwingungen werden auf 150, 200, 300, 400 Megahertz bis Gigahertz Bereich gehen die hoch. Dass das wirklich faktisch ist, dass das wirklich gemessen werden kann und dadurch im Sinne der Wechselwirkung, wir haben darüber vorhin darüber gesprochen, sich auch auf andere auswirken muss, geht gar nicht anders, war dann tatsächlich ein Versuch. Ich war dann Proband, weil der Professor, der das damals bewerten sollte, war damals Professor Merker, der war Dekan an der FU Berlin zu der Zeit. Denn diese Delegation wollte, dass wir das unseren Radiologen vorstellen, weil sie beweisen konnten, dass man eine Krankheit, bevor sie entsteht, eine wieder unterbrochen. Und ich wurde dann sozusagen gar nicht verkabelt. Also waren keine Elektroden dran, wie wir es ja sonst kennen, Heidi, wenn man EEG-Ableitung macht oder EKG-Ableitung. Ich saß einfach im Stuhl und da waren ein paar Meter Entfernung ein paar Parabolspiegel und dann die Computermonitore und so weiter. Und dann hat man etwas gesehen, was ich natürlich jetzt nicht gesehen habe, mir dann aber gezeigt hat. Und dann habe ich gesehen, dass auch in der Zwischenzeit jemand in den Raum kam. Das hat mich ein bisschen überrascht und hat mein Frequenzspektrum natürlich erstmal verändert. Also ich war in einem relativ gemittelten Bereich und vorher habe ich probiert, das konnte ja keiner sehen, habe ich einfach an etwas Unangenehmes gedacht, Trauriges gedacht, weiß nicht mehr, was es war, und habe dann später an etwas Wunderschönes gedacht. Und das wurde eindeutig markiert durch unterschiedliche Frequenzen, wie ich sie eben als Beispiel gerade gebracht habe. Das hat mich so erstaunt. Und in dem Moment, wo dieser Mensch reinkam, war ich natürlich erstmal abgeschreckt oder irritiert. Das hat man auch gesehen. Ich war Ja, gerade in dem natürlich. freudigeren Bereich und bin dann abgerutscht in den leicht irritierten. Jetzt ist wieder unterbrochen. Bestimmten Momenten innerhalb meiner Messung einfach mal an etwas sehr Schönes denken und dann an etwas sehr vielleicht nicht so Schönes denken. Ich darf es aber nicht wissen, kein Mensch darf es wissen, nur er selber darf es wissen. Und mich hat man dabei vermessen, okay, und der Parabolspiegel ging direkt in meine Richtung. Also im Schwerpunkt wurde ich vermessen und nicht die anderen, das ist ganz wichtig.
Und ja, und dann konnte man sehr schön feststellen, und in dem Moment, das haben wir dann nachher festgestellt, in dem derjenige, der dann dort saß, ich glaube, war es Professor Lamprecht selber, dann sagte so: Jetzt habe ich von da bis da an etwas Gutes gedacht, und von da bis da habe ich gerade etwas an gar nicht Schönes gedacht. Und ich habe diese Frequenzen abbekommen. Ich bin darauf, also ich habe es auch leicht gemerkt, dass ich auf einmal in einem relativ gemittelten Bereich war. Ich war in der Mitte, zentriert. Und also in einem Normalbereich. Und dann auf einmal wurde ich ein bisschen unerfreulicher und habe noch überlegt, warum bin ich auf einmal ein bisschen trauriger. Und umgekehrt aber auch in die erfreuliche Richtung. Und das war genau er, der von außen eingewirkt hat. Wenn man sich das mal vor Augen führt, was das alleine bedeutet, ganz sachlich, wir senden permanent, solange wir leben, elektromagnetische Frequenzen aus, die andere um uns herum mit beeinflussen. Und umgekehrt genauso. Und das Wichtigste zum Schluss ist, wenn du einfach mal in einem bestimmten höheren Schwingungsbereich bist, also in dem Zustand, den wir Freude nennen können, die nicht ja richtig, ich sage mal, objektivierbar, elektromagnetisch gesehen, vom Frequenzspektrum erfassen konnte, wenn ich da war, hat mich nichts irritieren können. Also das ist so unfassbar wichtig von der Tragweite her. Also nach 30 Jahren kann ich immer noch niederknien und denke, jetzt verstehe ich auch, warum ich immer wieder quasi runterbete. Bitte sucht euch so oft wie möglich Visualisationsübungen aus der Freude, ja, und erschafft damit das Prinzip von Erde 2.0 und so weiter. Und geht vor allen Dingen nicht in die Richtung hinein, so wie wir ja das jetzt gerade eingefädelt haben. Jetzt kommt jemand von uns, ein Freund oder ein Bekannter, und sagt: Hast du nicht gesehen? Guck dir mal diese Nachricht an. Und du sackst ab, alleine durch die Information. Noch viel mehr oder mindestens genauso, wenn derjenige gerade reinkommt und uns das noch gar nicht gezeigt hat, aber gerade entsprechend dunkel drauf ist, weil er gerade diesen Artikel gelesen hat. So weit geht es. Ja, natürlich. Ne? Ich meine, die Sache ist ja halt auch, im Grunde wissen wir das, ja, im Grunde, und wir spüren das. Und jetzt geht es halt einfach darum, es auch wirklich umzusetzen, so gut wir können. Das Ne? machen Was wir. auch natürlich nicht heißt, sich alles da zu verdrängen und so. Also ich meine, hier zum Thema, wo man ja auch merkt, dass was los ist, das hatten wir noch gar nicht angesprochen, das ist ja auch in der Tierwelt. Ich meine, dass die Orcas da ja, da ist jetzt ja momentan relativ hohe, da wird nicht groß berichtet. Aber es sind ja nicht nur die. Also das sind ja mehr Haiattacken. In Japan sind so viele Waldbärangriffe, also Bärangriffe wie wohl noch nie. Oder sehr, sehr viele auf jeden Fall, auffällig viele. Fischotter und also letztendlich eigentlich Fischotter, Delfine auch, dass die auch also Menschen attackieren. Also letztendlich Tiere, die eigentlich sonst dem wären jetzt nicht unbedingt so. Da gibt es natürlich schon Opfer öfter. Aber Tiere, die den Menschen eigentlich gegenüber neutral bis sehr freundlich zugetan waren, dass da jetzt vereinzelt Sachen kommen. Und da passt das eigentlich auch wieder raus. Da würde es mich auch mal interessieren, was für Menschen das sind. Das wollte ich gerade sagen. Genau. Ja, da denkt ja keiner dran. Das denkt ja auch, es berichtet keiner, keiner, keiner von den Wissenschaftlern diskutiert auch nur ansatzweise die Ja. Sonnenaktivität. Ja, also ich rede mir da mundfusselig und wird angeguckt wie ein Elch, ja. Ich meine, klar können die da nicht so drüber sprechen, ist ja logisch, und auch schreiben, das musst du alles erstmal belegen und herleihen, alles okay, aber na, Ist ja alles ja, du weißt, wie das ist, ja, da wollen sie ja immer gleich ein Nature Paper und dann brauchst du 20 Millionen neue Methoden und du kommst da kaum rein und ach, egal, aber wir nehmen es ja wahr und die Tiere halt natürlich auch und die zeigen es uns auch, also Tiere sind mir gegenüber toll, 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 ja, eher auch zugewandt als. Ne, aber ich würde jetzt auch nicht in ein Haigebiet und Nein, die als müssen ob jetzt, also man muss auch einfach mal respektieren, dass die Tiere auch einfach die Schnauze voll haben. Ja, ich meine, guck dir das doch einfach mal an, das Meer alleine mit der Überfischung. Ja, was soll denn Haie fressen? Menschen gibt es ohne Ende und sonderlich lecker fanden die uns bisher nicht, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ja, und deswegen ist das toll, es ist schrecklich, wenn es ist fürchterlich, wenn sowas passiert. Guck dir mal eine Haiattacke an, kann ich nicht empfehlen. Ja, aber man muss das doch ganz einfach mal wahrnehmen, dass da ein sanfterer Umgang nicht invasiv Und sein deine wird. Frage war ja gerade, man müsste mal rauskriegen, was sind das für Menschen? Also nehmen wir es mal umgekehrt. Ich habe jetzt, wenn ich über die Straßen dieses Ortes hier gehe, dann kommen mir Katzen hinterher. Ich habe hier 8 Katzen bei mir am Haus, ich lasse sie nicht rein, am Haus fütter sie und macht ein Katzenklo sauber, weil jetzt Babys da sind und so weiter. Ich finde das großartig, aber ich habe die nicht eingefangen, die liefen mir einfach hinterher. Also mir sind die
freundlich gesonnen, sage ich mal. Die beißen mich nicht, kratzen mich nicht. Und was auch markant ist, um unser Haus herum kommen Kojoten von den Bergen runter, unmittelbar, also vielleicht bis zu 10 Meter dicht ans Haus ran und machen dort ihre lauten Gesänge. Ich werde das mal auf Thomann aufnehmen, das muss man gehört haben. Das sind mindestens 10 bis 20. Ja, die tauchen, glaube ich, grundsätzlich im Rudel auf. Also das war vorher nicht der Fall. Ja, und sie bedrohen hier niemanden, aber sie kommen einfach runter. Und ganz markant war das, mein Gott, das fällt mir ein, da hat mich Rupert Sarkis-Karapetians, der Astrophysiker, mit dem ich schon mal ein Gespräch hatte, besucht mit seiner Frau. Und er hat ein aramäisches Lied gesungen hier mit mir, also er hat es vorgesungen und wir haben es dann gesungen. In dem Moment, also es waren 4, 5 Freunde dabei. Und ich habe gedacht, habe ich da vielleicht irgendwie halluziniert, obwohl wir völlig normal waren. Wir waren auch nicht sinnesüberreizt durch Übermüdung oder so. Aber in der gleichen Sekunde, wo er anfing, dieses Lied draußen auf der Terrasse zu singen, heulten auf einmal um uns herum überall na, was habe ich gerade gesagt? Welche Tiere sind das? Schakale. Laut mit. Und dass ich jetzt sagte, heulen das Sirenen? Er hörte auf und die hörten auch auf. Also das war magisch. Das kann man sich gut vorstellen. Ja, Und klar. also da gibt es schon mehr Verbindungen auch zu denjenigen, die, ich sag mal, schon auch diese, ich sag mal, die Reinheit im Herzen tragen, wir alle letztlich, aber die sie auch umsetzen. Also wir haben einfach mal eine andere faktische Ausstrahlung. Ich habe ja gerade das Beispiel gebracht, man kann das sogar messen. Diese elektromagnetischen Frequenzen, die damals gemessen wurden, spüren die Tiere natürlich noch viel mehr als wir. Ja, natürlich, aber trotzdem würde ich jetzt nicht in den Wald gehen und da, wo viele Bären sind und denen einfach Nein. vor, dahin gehen und was Nein. vorsingen. Also, weißt du, ne? Also nur mal so gesagt. Also, und ich sage jetzt auch nicht, das waren alles nur schlechte, böse Menschen, die da vom Hai angefallen waren. Das meine ich auch nicht. Aber natürlich eben, wie du das sagst, ne, entscheidend ist das und die Tiere sind da und wie kleine Kinder spüren das ja auch Tiere und kleine Kinder, ne? Eigentlich ist das doch voll toll. Ich meine, auch dieses Erlebnis da, ne, oder auch zu singen und Wumms, das ist, ja, nichts. Unbezahlbar ist das, ne? Ja, Ja, ja. ja. Aber Dieter, was machst denn du heutzutage so, damit du gut klarkommst, sagen wir mal so? Also mir hilft das Wissen darüber, was wirklich im Großen, so sind wir ja eingestiegen in das heutige Gespräch, worum geht es wirklich? Und das habe ich mir auch so vorgestellt und gewünscht, dass wir darüber sprechen. Und so schließen wir es ja auch, glaube ich, jetzt ab, dass ich das auch immer wieder hinterfrage. Wenn etwas Unangenehmes irgendwo als Herausforderung eintritt, dass ich sage, Moment mal, vergiss nicht, worum es hier wirklich geht. Ja, es ist die finale Finalzeit, wie ich sie nenne. Ja. Und es sind auch auf der einen Seite immer die Alarmglocks, wie ich sie auch nenne, auch schon lange eben wegrufe. Aber die mich eben noch mehr motivieren, das ist, glaube ich, das Wichtige, motivieren, einfach mal in meiner Haltung zu bleiben, in Erinnerung zu bleiben, dass ich ein Wesen bin mit einem unsterblichen Wesenskern in sich, dass es Tod nicht überhaupt nicht gibt in der Form, wie wir ihn kennen. Es gibt einen Zerfall des Somas, aber wir sind im Wesentlichen immer da und werden immer da sein. Ja, das hilft alles, was jetzt nicht heißt, dass wir irgendwann jetzt uns hier im Körper in den nächsten vielleicht Monaten oder Jahren auflösen. Irgendwann tritt ja auch mal der Zerfall ein, dieses Somas. Aber in der Phase, wo ich sehe, was Erde 2.0 ist, wird zum Beispiel sogar das hier relativiert. Also der Alterungsprozess zumindest erheblich verändert. Das sind die Arbeiten und das ist die Antwort auch auf deine Frage. Mir ist es sehr hilfreich, mich daran zu erinnern, was viele Kollegen und mittlerweile Freunde von mir, wie nehmen wir als ein Beispiel, Professor Trofimow entdeckt hat. Durch die Abnahme des Erdmagnetfeldes tatsächlich, dass die Genetik sich verändert hat, der Alterungsprozess sich verlangsamt hat und zunehmend mehr nimmt es ab, das Magnetfeld. Also das sind alles Dinge, die ich sozusagen objektivieren kann, quasi mein Vater würde sagen, Dieter, ich glaube es dir erst, wenn du mir zeigst, wo man das sehen und anfassen kann oder eben berechnen oder messen kann. Ich habe das ja sehen und anfassen gelernt. Ich habe es gelernt, wie man das misst. Ich habe die Beweise und wenn ich mich daran erinnere, bin ich gleichzeitig auch wiederum in einer Sicherheit und dann möchte ich am liebsten alle umarmen. Ja, Ja. das ist schön. Ja. Und du? Ja, also ähnlich in meiner Version. Die sind natürlich immer wieder das Übergeordnete, sich nicht in diesen Panikmodus reinjagen lassen, weil das einfach dann natürlich auch auf die Nährstoffaufnahme und alles
Und Herzrhythmusrate, alles, also da haben wir nun auch oft, da gibt es ja genug, und das weiß man eigentlich mittlerweile, also zumindest unsere Zuschauer, ne? Und auf körperlicher Ebene, ja, also ich dachte eigentlich, das wäre offensichtlich, das ist es wohl nicht. Ich bin meine beste Kundin, ja, also ich mache Gemüsesäfte mir selbst, ich trinke mehr Wasser und ab und zu nehme ich Strophantin. Damit komme ich für mich, das ist ja keine ärztliche Beratung, ich bin Biologin, für mich ein guter Weg. Aber den muss ich jeden Tag auch erkennen für mich durch ausprobieren. Ich nehme aber Ne? noch ein paar Algen von einer Frau Dr. Heidi Wiechmann. Die helfen mir auch. Ja, ne, das ist, also ich bin froh, dass ich die habe, muss ich sagen. Also Danke. ich Vera hat merke jetzt vor ein das. paar Tagen wieder, wir hatten hier wieder großen Besuch aus, meine Gott, ich weiß gar nicht, wo alte her, aus, ja, sehr weit her zum Beispiel. Und dann sagte sie, die Algen, Heidi Spezial, sagt sie, allein dafür muss Heidi einen Nobelpreis kriegen. Wer ist Heidi? Wer ist Heidi? War natürlich gleich die. Da musste sie erst mal einen Vortrag halten über die Heidi Spezial. Ich weiß eigentlich nicht, welche Aminosäuren drin sind, aber das Alle. sind, genau, ja, Algen natürlich und so weiter. Also ganz spannend. Und deswegen bist du für mich auch jemand, wo ich mich dran orientiere, immer wieder dann, wenn es mir nicht so gut geht, dann rufe ich dich an und umgekehrt, glaube ich ja auch, wie ich sagte. Und das tut mir so gut, Heidi. Ja, mir Und doch auch. Ja, also dieser Austausch. Und ich meine, überleg doch mal, welche Wissenschaftler habe ich denn zum Austausch? Das bist im Grunde eigentlich noch du und ja noch zwei andere. Da ist nicht viel. Mit denen kannst du ja gar nicht reden. Die kommen da gar nicht weiter. Also die verstehen mich einfach nicht. Die gucken mich nur an und verstehen mich einfach nicht. Das ist so eine vergebene Liebesmühle. Da verschwende ich meine Zeit nicht. Ne? Ja, aber wie gesagt, trotzdem sollte unser Ziel sein, in einer Welt zu leben, wo wir keine Nahrungsergänzungsmittel mehr brauchen. Ja, wunderbar. da gehen wir einfach raus in unseres, was auch immer dann da ist. Und da ist alles so kostenfrei, super natürlich, wildpflanzenmäßig, super genial, dass wir das alles einfach nicht mehr brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir die einfach nur anfassen oder sagen, hallo, ich brauche Kraft, gib mir mal ein bisschen und die schenken es uns einfach. Keine Ahnung, aber das sollte wirklich unser Ziel sein. Ja, also wirklich, 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 wirklich. Ich finde immer was, was ich machen kann. Und es ist erfreulich. Heidi, ich Ja, danke dir genau. ganz herzlich. Ich danke dir auch, Dieter. Zeit geht immer so schnell mit dir. Das ist wirklich Ich bin wieder über eine Stunde jetzt sind wir dabei. gefühlt 5 Minuten, sagen wir mal 10. Und jetzt guck gerade, ja. Und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, Heidi. Ich auch, Dieter. Alles Gute. Alles Gute auch an euch, liebe Freunde. Alles Gute. Genau. Und bis Ja. bald. Bis bald. Ciao. Ciao.